Jo Leute, David von iDesignage hier. Ihr habt mich gefragt, wie ich denn dieses Sith-Holocron gemacht habe, was ich letztes Mal als Speedart erstellt habe. Ist zwar jetzt eine Weile her, aber ich hoffe, ich habe immer noch Zeit, euch das Tutorial zu zeigen. Und ja, deswegen fangen wir an. Ist jetzt kein Hexenwerk, dauert aber eine Weile, deshalb labere ich nicht so viel rum. Als erstes sucht ihr euch online irgendein Image-Bild von Holocron. Ich nehme jetzt einfach mal das, was ich erstellt hatte. Und dann versuchen wir das mal so nachzubauen. Sieh es mal kurz rüber. Als erstes, und entschuldige meine Stimme, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe, das tut den Ganzen keinen Abbruch und ihr könnt mich trotzdem verstehen. So, als erstes machen wir uns eine Pyramide. Die Pyramide machen wir ein bisschen größer. So, bei einer Pyramide werden wir jetzt mal duplizieren, das heißt erst der GC und erst der GV. Und können die mal, wen nennen wir den besten? Gitter, auch wenn es kein Gitter ist, aber nein, Wasser, einfach mal so. Dann nehmen wir uns bei diesem Tool und zwar das Atom Array und ziehen das Gitter aufs Array drauf. Und voilà, habt ihr schon mal diese Linien quasi, die ihr auch hier sehen könnt. So, jetzt machen wir Folgendes und zwar wir nehmen uns ein Spline, nehmen uns ein N-Eck, das N-Eck, weil das hat sechs Seiten momentan, da können wir die Seiten einstellen, machen wir drei, um eine Pyramide zu bekommen. Dann ziehen wir es ein bisschen raus und wir werden das noch 90 Grad verschieben, da quasi das ist jetzt zum 90 Grad gedreht. Das heißt 90 Grad. Ah, okay, gut. Zurück, minus 90 Grad. Minus 90 Grad. Voilà. So, dann werden wir uns das noch ein bisschen justieren, somit dass es auch vom Winkel her passen könnte. Ja, das, na okay, noch ein bisschen. Muss jetzt nicht perfekt sein, aber ich habe es ganz gern perfekt. Zumindest halbwegs. Ja, ich denke, so ist okay. Ja, so ist gut. Das lassen wir erstmal so. Dann gehen wir in die mittlere Perspektive vorne. Ah, und ziehen uns das ein bisschen noch mal zurecht. Ich würde das ein bisschen runterziehen, so dass unten ein kleiner Freiraum bleibt, quasi so wie hier unten. Eventuell müssen wir es ein bisschen skalieren, das ist aber okay, obwohl, ja, wir müssen skalieren. Machen wir es ein bisschen kleiner und ziehen es runter. Ja, ich denke, so ist okay. Mittlere Maustaste, dann die Frontperspektive. Dann machen wir uns diese zwei Streifen jetzt erstmal. Dann nehmen wir uns ein Spline, nehmen wir uns ein lineares Spline und zeichnen uns erstmal ein, wie es denn aussehen soll. Also hier einen Strich, dann ziehen wir es nach unten. Ich denke bis dahin. Und dann tun wir da hin und nach da oben. Und verbinden wir das Ganze. Ja, ich denke, so ist es doch okay. Kann man ja eventuell besser machen. Ja, so ist okay. Dann packen wir uns das Ganze in ein Symmetrieobjekt. Das heißt, wir gehen in unser Toolwerkzeug, wählen Symmetrie aus und packen das Blind in Symmetrieobjekt. Und voilà, haben wir es so. Mit der Maustaste rausgehen und wir ziehen es das nach. Ups, Quatsch. Also, wir gehen erstmal in unser Webwerkzeug-Tool und ziehen es das nach vorne. Entschuldigung. Dann werden wir den Winkel einpassen. Vielleicht hat er das übernommen bei unserem N-Eck. Ja, das ist gut. Dann kopieren wir uns einfach den Winkel hier, 26 Grad, 26,39 Grad.
und wählen das Symmetrieobjekt aus und fügen es einfach ein. So, und jetzt müsste es ja gleich sein. Nach unten. Mittlere Maustaste. Und dann wählen wir uns das Blind aus, weil es ist immer noch ein bisschen groß. Und das Skalieren. Das müssen wir mal gucken. Entweder skalieren oder wir ziehen es einfach ran. Wenn ihr euer Spline auswählt und euer Spline verschiebt, dann verschiebt sich dementsprechend auch das Gespiegelte, weil es ist ja ein Objekt drin. Ziehen wir es ein bisschen runter und passen das ein bisschen an. Ja, ich denke, so ist okay. Okay, gut. Ist jetzt ein bisschen unten, ein bisschen, ich glaube, zu kurz geraten. Hier hatte ich das ein bisschen länger, aber ist ja egal. Einfach nur, damit ihr es gesehen habt. So, dann machen wir uns die Dreiecke oben. Das heißt, wir können uns unser Eneck quasi duplizieren und ziehen es nach oben und werden es anpassen, skalieren. Ich denke, so ist in Ordnung. Ziehen wir es hoch. Wenn ihr außerdem Leertaste drückt, dann springt ihr immer in euer letztes Selektionswerkzeug. Das ist immer ganz gut, ganz praktisch. Ich denke, so ist das doch. Ja, so ist es schon in Ordnung. Bisschen weiter rein. So, duplizieren wir uns, ziehen das nach unten, drehen das mal um 90, um 180 Grad. Ja. Dann 180 Grad. Ja, okay, gut. Dann 360. Na, okay, gut. Dann machen wir es halt so. Also nochmal 90 dann. Ziehen es doch ein bisschen höher noch. Ja, ich denke. Ja, okay, gut, so ist okay. Jetzt gucken wir nochmal unser Bild an. Naja, gut. Da kommt dann noch ein große Pyramide und zwar an der Seite. Also wir probieren es das wieder. Ziehen uns das runter. Ich glaube 0. Ne, okay, gut. Dann machen wir 180, theoretisch. Gut, dann drehen wir es mal. Okay, 265, alles klar. Gut. Können wir es theoretisch löschen? Können wir uns ja das von oben nehmen? Kümmern wir uns das C und V. Ziehen uns das ups, nach unten. Und werden uns das Skalieren ein bisschen, nicht so extrem, sondern nur ein bisschen. Ich denke, so ist in Ordnung. Dann nehmen wir uns das mittlere Eneck, duplizieren es wieder und werden es uns ein bisschen skalieren. Und kopieren wir es und ziehen es auf die andere Seite. Ja, ich denke, das ist erstmal okay. Es geht hier nur darum, dass ihr es mal gesehen habt, wie es funktioniert. Das ganze Aussehen könnt ihr ja selbst machen. Dann nehmen wir uns jeweils immer ein Extrudenherz für alles. Allerdings nehmen wir uns nur also zwei Extrudenherz und zwar, da wir gleich diese erste Pyramide bearbeiten werden. Müssen wir das in einen separaten Extrude-NURB packen, weil ansonsten werden alle beeinflusst. Oder aber ihr steckt sie in jeden einzelnen Extrude-NURB, das geht natürlich auch.
Dann werfen wir es rein. Machen wir Hierarchie. Okay, müssen das wohl ein bisschen rausziehen. Ja, so. Ich denke, so ist es doch okay. Okay, probieren wir mal was. Zwar das Extrude-Nerb, das ist ja momentan ausgewählt. Ja. Und zwar momentan, na, geh raus. Momentan ist es ja noch im geraden rechten Winkel. Und theoretisch, wenn wir uns jetzt den Winkel nochmal kopieren und den da einfügen, ist der Extrude-Nerb auch in diesem Winkel. Und daher ist das Extrudierte dann nicht gerade, sondern so wie im Winkel. Hierarchie wieder. So. Schauen wir mal. Ja, genau. Weil gerade war das halt, ihr habt so eine Pyramide, aber die ist dann halt nicht auf 26 Grad, sondern die geht dann halt geradezu, rechter Winkel quasi, 90 Grad. Und das ist dann halt kein wirkliches Dreieck mehr. So, jetzt ziehen wir uns das rein. Dann nehmen wir uns unser Symmetrieobjekt und ziehen das auch da rein. Unsere Symmetrie müssen wir das wohl noch ein bisschen rausziehen. Ja, cool. Na, was ist blau, blau, blau? Ziehen uns rein. Und ja, ich denke, so ist okay. Der sicherheitshalber, also nicht sicherheitshalber, sondern damit ihr es besser sehen könnt, machen wir kurz eine Textur. Das ist eine, ich mache eine Goldtextur, wie das hier war. Ich werde euch das einfach in die Beschreibung packen, weil es ist ein bisschen aufwendig, das zu machen und es dauert dann einfach. Ups, ich muss den Modus wechseln. Modus auf Standard und auf. Und jetzt seht ihr schon viel besser. So, ja, das passt schon mal. Und jetzt nehmen wir das zweite Extrude-Nerb und packen unser Bombos Anneck rein. Und das müssen wir natürlich auch noch 90 Grad drehen. Also um 26, bla bla bla. 26, 3, 5, 3, 9, 26 und rein da und Eneck und rein da. Voilà. Und das müssen wir jetzt ein bisschen reinziehen, damit es halbwegs passt. Ja, so ist doch okay. So, und nun. Wie gehen wir vor? Ich glaube, erstmal machen wir alle Seiten. Das heißt, wir können das gruppieren. Das heißt, beides selektieren. Alt-G drücken. Und nenne das mal vorne. Dann kopieren wir uns das. STRG-C, STRG-V. Und drehen das einfach um 90 Grad. Na, okay, falsche 90 Grad. Ja. Mit der Maustaste und in die Rechtsperspektive. Und jetzt müssen wir das mal ein bisschen nochmal justieren und gucken, ob denn alles stimmt. Aber sieht soweit ganz gut aus. Es ist in der Mitte und alles passt. So, dann werden wir uns das nochmal duplizieren. Das nehmen wir dann erstmal rechts. Dann kopieren wir uns das nochmal C und V. Das nennen wir dann hinten. Und das werden wir dann um 180 Grad drehen. 180. Und nochmal gucken, ob denn alles stimmt. Ja, also vorne Perspektive können wir gucken, ob denn auch alles parallel ist, diagonal und alles stimmig ist und alles passt und passt. Und dann nehmen wir uns nochmal vorne, kopieren uns das und nennen das links und drehen das dann natürlich um und minus 90 Grad.
Minus 90. Und gucken wir mal, ob da wieder alles stimmt soweit. Und sieht auf jeden Fall gut aus. Dann nehmen wir uns unser Werkzeugtool nochmal hier, nehmen unser Bool und schneiden das aus. Das heißt, wir nehmen unsere Pyramide, packen die hier rein, nehmen dann vorne zum Beispiel und packen das hier in den Bool rein. Müsst ihr natürlich vertauschen. Pyramide vorne, also das, was ihr ausschneiden wollt. Und voilà, ist es ausgeschnitten. Momentan, ja, sieht man halt, gut, sieht man halt noch nicht unbedingt viel, weil das wollen wir das Glas haben und noch keine Textur drauf. Aber so sieht es in etwa aus. Dann die anderen werden wir es einfach nur darunter einfügen. Das heißt, bei vorne machen wir rechts, machen wir dann runterziehen, Quatsch, reinziehen. Und links auch reinziehen. Wenn wir es drehen, links auch und hinten quasi hinten. Wie ihr sehen könnt, hinten, hinten. Alles auszustimmen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Vorne, vorne war hier. So, dann machen wir uns die kurze Textur. Na, vorne, was ist vorne? Vorne ist. Okay. Vorne. Na. Da haben wir es vorne. Machen wir es Textur. Das heißt, ja, Textur wählen. Dann machen wir erstmal das Glas. Das heißt, wir machen Farbe soweit aus. Schauen wir erstmal. Transparenz machen wir halt eine Glasfarbe, das heißt 1,33. Farbe ist ein, ja, Rot. Dann Absorptionsfarbe ist auch ein dunkles Rot quasi. Glanzlicht aus. Und das werden wir mal hochschrauben, sodass es ein bisschen heller wirkt. Dann leuchten. Leuchten, okay, leuchten. Machen wir mal ein Rot. Mal gucken. Na wohl, nee. Gut, dann lassen wir es mal so. Farbe, vielleicht machen wir eine Farbe rein. Vielleicht doch. Schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen runterziehen. Ja, okay. Schauen wir mal, wie es aussieht. Also, nehmen wir unsere Farbe und klatschen die erstmal auf unser vorne, hinten, links, rechts drauf. Und dann ist es überall. Ja, überall. So, jetzt, also ich werde euch die Texturen alle in die Beschreibung packen, aber ihr könnt die natürlich selbst mal gerne nachbauen. Spiegelung machen wir bitte auch noch mal rein. Na, doch, vielleicht eine kleine. Obwohl, lassen wir das mal raus. Gucken wir mal, wie es aussieht später. Dann bei der Textur gehen wir rein und gehen bei Transparenz auf Textur. Dann auf auf Rücklicht. Das heißt quasi, da habe ich mein Tutorial gemacht. Ich glaube, das ist wie so eine Lampe quasi, sieht es aus. Mit der Papier. Rücklicht. Rücklicht machen wir natürlich ein Rot. Und machen wir oben, naja, Schatten. Machen wir mal. Schauen wir mal, wie es aussieht. Dann machen wir jetzt mal ein Licht. Müssen wir uns da reintun. Mit der Maustaste in die Mitte. Und dann machen wir uns schon mal eine kleine Szene. Das heißt, wir machen uns einen Boden. Mit der Maustaste und nach unten ziehen. So ist okay. Den Boden machen wir auch so metallic. Das heißt, neue Textur machen wir mal ein Schwarz. Und Spiegelung machen wir auf 50.
50%. Ne? Und Matheffekt machen wir auch ein. Das heißt, wir machen vielleicht. Ja, gucken wir mal, 20. Ja, werden wir mal schauen, wie es aussieht. 20%. Und packen wir es drauf. Dann machen wir uns noch ein Licht. Das Licht ziehen wir uns dann nach oben. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Das heißt, wir machen erstmal Ambient Occlusion und Globe Illumination. Mittel, niedrig, 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 schwach und rendern. Also an sich sieht es schon mal ganz gut aus, wir kommen nah. Brauchen natürlich noch viel Lightning und Texturen, aber sieht schon mal ganz gut aus. Mir ist jetzt noch ein bisschen zu hell das Glas, noch zu transparent. Heißt, wir gehen noch mal rein in unser Glas. Und ich glaube, die Farbe, die machen wir halt mal raus. Und dann transparent. Also das Rücklicht, das machen wir mit der Leuchten, damit es halt mehr Leuchte, mehr Leuchtkraft hat quasi. Machen wir es mal raus. Leuchten rein. Weiß. Machen wir mal Rücklicht, 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 Panel. Machen wir es. Effekte. Rücklicht. Dann machen wir es halt mal rot. Und dann machen wir mal Schattenintensität mal leicht, das heißt mit 20 und das, die Leuchtkraft mal etwas höher stellen auf 100. Und hier werden wir die Observationsdistanz mal auf 50 machen. Etwas halt nicht so durchsichtig. Und hier werden wir mal in den Boden gehen, machen wir Glanzlicht mal aus. 20 ist okay, ist auch okay. Ja, okay, gut. Leiten können wir später machen. So, jetzt um die Hieroglyphen rein zu erstellen. Ich wollte eigentlich so SIF-Symbole mal googeln. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Deshalb habe ich mir einfach irgendwelche alte Pharaonen-Hieroglyphen genommen. Und habe ich die als PNG einfach rübergepackt. Das heißt, wir machen alles aus. Gut, Farbe machen wir auch rein. Aber Alpha, dann laden wir uns das Bild. Geben wir mal, was habe ich da genommen? Verdammt. Download. Unsere Farben nehmen wir das natürlich auch. Bild laden. Dann unter, ich glaube, Relief auch noch. Textur unter invertieren. Und Relief hatte ich natürlich noch drin. Textur laden, laden und. Na Quatsch. Ja, erstellt. Na gut. Und auf 100. Und das werden wir uns jetzt auf unsere Pyramide ziehen. Da das jetzt halt nicht passt von der Größe her, müssen wir uns das ein bisschen justieren. Das heißt, wir gehen auf UV Mapping, also auf unsere Projektion zum Beispiel. Gehen auf, mal gucken, Flächenmapping. Was haben wir da? Quadro Mapping sieht ganz gut aus. Dann Wiederholungen machen wir 1. Und da auch eins. Obwohl, machen wir nicht eins. Also gut, zurück. Und wir müssen uns das ein bisschen justieren. Das heißt, wir können das mit den Längen wie und Offset, können wir uns das alles ein bisschen ziehen, wie wir es wollen. Denn wir wollen es ja nicht so groß haben, sondern etwas kleiner. Und darauf achten, ich mag das ganz gerne hier zwischen diesen Abständen. Vielleicht irgendwie. Ja, gut. Ja, ich denke, so ist es fein. Okay. Wenn ihr
Müssten wir mal gucken. Und zwar, wie ihr sehen könnt, unten ist es halt auch. Das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist Wiederholung B. Nee, okay, gut. Wiederholung U vielleicht. Nee, okay, gut. Fein, dann müssen wir es anders machen. Und zwar, wir selektieren quasi einfach nur die Ecken. Das heißt, wir nehmen unser Pyramidum, C drücken. Und erstmal löschen. Guck mal, lösch mal. Und dann wählen wir unser Selektion-Werkzeug aus und wählen und selektieren uns einfach unsere Seiten, die wir haben wollen. Das heißt, diese Seite, dann hier. Und ich hoffe mal, er hat es selektiert, weil es halt alles gelb. Und packen wir es drauf. Okay. Also gut, wenn alles nicht will, dann nochmal ganz kurz zurück. Wir können STGZ drücken, bis es dann nicht mehr im Bearbeitungsmodus ist. Also so. Und dann gehen wir mal mit Textur und wählen dann auf die Seiten, nehmen wir dann einfach mal da, wo wir es hinhaben wollen. Entweder bei vorne oder hinten. Also hinten ist halt unten. Deswegen mal vorne. So. Ich denke, das sieht schon mal ganz interessant aus. Dann werden wir unser quasi unser Old Republic Logo noch drauf machen. Ist auch ein PNG, hatte ich mal gegoogelt. Einfach Alpha gehen. Alpha. Bild laden. Nehmt euer Logo. Invertieren wir das mal. Farbe. Nehmen wir das auch. Und voilà. Jetzt kommt der Trick, weil wir haben ja zwei gebraucht. Das heißt, wenn wir es jetzt auf dieses Extruden packen, ist es überall das Logo. Wenn wir das nur hier aufpacken, dann ist es nur auf den einen. Das heißt aber, wir müssen das halt noch ein bisschen abändern, alles, Fläche. Dann müssen wir es ein bisschen kleiner machen. Und natürlich nur eins. Ah, jetzt habe ich das verschoben. Also machen wir nur eins. Und die Remap machen wir Fläche. Müssen wir mal gucken, wie er das macht. Aber gut. Erstmal packen wir uns das zurecht. Okay, invertieren war nicht gut, das machen wir gleich mal weg. Runterziehen, dann noch ein bisschen kleiner. Machen wir das mal 50, ist glaube ich mal 50, weil das ja ein Quadrat ist. Ich denke, so ist okay. Ziehen wir das in die Mitte. Voilà. Ich gehe nochmal rauf. Alpha invertieren mal raus. Ja. Und ist aber noch nicht ganz mittig. Und natürlich müsst ihr noch euer Glasmaterial draufziehen. Als erst euer Glas und dann euer First Order Logo. Euer, nicht First Order, sondern Old Republic Logo. Dann, bevor wir das drin haben, wir müssen das ja auf alle nochmal übertragen. Das ist aber kein Problem, das geht schnell. Machen wir erstmal unser Boden. Boden Relief.
habe ich auch so Glyphen genommen, quasi so Schriften, Star Wars Schriften. Relief, dann Farbe habe ich dieselben genommen. Obwohl, gut. Dann, ich glaube, unter Alpha sogar. Laden. Ja, natürlich hoch. Das Licht hatte ich, nehmen wir mal ein bisschen runter. Ja. Punkt ist okay, Schatten weich. Sichtbares Licht volumetrisch. Erstmal Farbe wählen. Farbe war so ein leichtes Rot. Ein Orange. Quasi. Volumetrisch. Okay, volumetrisch. Dann unser Selecting, unser Objekt-Selecting-Tool. Und müssen wir es ein bisschen hochziehen, aufziehen, damit das der Nebel quasi ein bisschen weiter über die Pyramide geht. Was noch ganz cool ist, ist, wir können jetzt auf, wo haben wir es, auf Noise gehen und unser Noise habe ich auf beides. Dann hat es noch ein bisschen Noise drin, diesen Nebel. Und dann ab und rendern. Obwohl, bevor wir es rendern, gehen wir nochmal unser Goldmaterial rein. Und dann werden wir noch ein paar Sachen ändern. Und zwar Relief machen wir natürlich auch ganz hoch. Okay, nee. Gut, das sieht doch nicht schon aus. Okay, gut, dann lassen wir es mal auf 20. Oder machen wir es mal auf 30. Ja, ich denke, das ist okay. Gucken wir mal. Und rendern. Ja, und voilà, sieht doch schon mal ganz cool aus. Vor allem das mit den halt Neues finde ich ganz praktisch. So, ich finde das so gut, weil man halt nicht reingucken kann, dass es quasi Plastik ist. Aber wie gesagt, ihr könnt ja nochmal mit euren hier reinschauen und eure Transparenz, beispielsweise indem ihr die Observationsdistanz einmal hochzieht, wie ihr sehen könnt, wird es halt hier transparent. Das machen wir mal auf, was hatten wir gerade? 50, machen wir mal doppelt, mal 100. Mal gucken, wie es aussieht. So, auf jeden Fall werden wir jetzt unser Logo auf alle anderen Seiten verteilen. Das heißt, wir gehen beispielsweise mal, also vorne hatten wir gerade, jetzt gehen wir auf hinten. Und das ist, ja, was ist denn das? Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir den. Dann beide halten STRG-C, STRG-V gedrückt. Und war das der erste oder zweite? Nee, okay, Mist. Gut, das war der erste. STRG-V und S, also STRG gedrückt halten und einfach hochziehen. Dann kopiert er das. Dann auf links ist dasselbe Spielchen, also 1 wieder. Und rechts genau dasselbe. Voilà. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt überall das Symbol. Ja, und soweit würde ich sagen, war es das, wenn ich nichts vergessen habe. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Das Licht finde ich noch ein bisschen zu weiß. Das werde ich noch ein bisschen verändern. Na, nicht ins Gelbe, so ist okay. Machen wir mal ein bisschen mehr Orange rein. Und vielleicht ein bisschen weiter noch. Vorne. Ja. Und ich würde sagen, soweit haben wir es dann. Ups. Dann werden wir es mal rendern. Nicht, ah, eins noch. Was wir vergessen haben, das Gitter. Das ist gerade eingefallen. Das müssen wir natürlich auch noch eine Textur geben. Ist zwar nicht unbedingt wichtig, da es halt sehr kleines Detail ist, aber ich finde es ganz cool immer. Machen Spiegelung mal, machen wir also Spiegelung rein, damit es halt chrom ist und machen wir mal 30 die Mattfarbe. Und dann ziehen wir es aufs Gitter. So. Und rendern wir es mal. So, in der Zeit, wo ihr rendert, hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns, denke ich, hoffentlich beim nächsten Mal. Obligatorisch könnt ihr mich gerne ab abonnieren und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet, einen Daumen nach oben.
Und ansonsten, ja, werden wir mal gucken, was das nächste Tutorial bringt. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt oder irgendwas haben wollt. Dann schreibt mir ganz gerne, wenn ihr ein Design haben wollt von mir, könnt ihr ganz gerne mal meine Webseite abchecken unter der Videobeschreibung idesignage.de. Dort habe ich nochmal mein Portfolio und alle wichtigen Informationen, wo ihr mich kontaktieren könnt. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, haltet die Ohren steif und bis dann.